Das Video hier wird wahrscheinlich nie bei YouTube zu sehen sein. Aus dem einfachen Grund, weil das Video so ein wenig, naja, ein leicht süffisantes, vielleicht wahrscheinlich in eurer Wahrnehmung auch in die Arroganz abdriftendes und ja, generell ganz grässliches Video. Denn hier geht es darum, dass die Deutschen eine Krankheit haben. Darf natürlich niemand sagen. Ja, Deutschen sollen ja stolz auf uns sein. Das ist ein Stolz, Deutsche zu sein. Weil wir auch so viel können dafür, dass wir hier geboren sind. Naja, ich habe mal ein Video gemacht. Da war ich bei Lidl. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Da war eine ältere Frau. Und diese ältere Frau war an der Kasse und hat ganz langsam ausgepackt. Und hinter ihr haben die Menschen gedrängelt und haben gesagt, ja, beeil dich doch mal und so. Und das habe ich dann gepostet auf YouTube und die Mehrheit war dann ebenso auch entrüstet oder hat gesagt, ja, das kann nicht sein. Ist doch schön, wenn die alte Dame ihre, ja, also ihretwegen quasi nicht irgendwelche Bestellungen online tätigt oder jemand anders hinschickt, sondern selber noch zu Lidl geht und einkauft. Auch wenn sie schon über 90 waren und wenn das alles ein bisschen länger dauert, also ja, dieser eigene Ansatz, dass sie persönlich ihre geistigen Gesundheiten, ihre körperlichen Gesundheit frönt, indem sie das tut und dafür dann ja, abgestraft wird von der gestressten Bevölkerung, da gab es einen großen Konsens. So, jetzt sind wir aber in Deutschland. Und es begab sich ein Video von mir, wo ich auf der Autobahn gefahren bin. Der Deutsche und die Autobahn. Der Deutsche und die Autos. Und war ja auch nicht alles schlecht unter Hitler, ne? Der hat ja dann auch die Autobahn gebaut. So, das alles irgendwie so scheint eine magische Wirkung auf die Menschen zu haben. Und wenn man in Deutschland über Geschwindigkeitsbegrenzung redet, dann ist eine Entrüstung im Land, wo ich mich frage, verstehe das nicht? Wenn ich in der Straßenbahn fahre, in öffentlichen Verkehrsmitteln, oder mit dem Fahrrad, das ist da auch alles begrenzt. Das ist doch klar, dass man nicht unendlich schnell fahren kann. So. Aber dann mit dem Auto, dann gehen die Leute total, werden die verrückt. So. Und wir kommen gleich zu dem Zusammenhang. Also, die Frau an der Kasse, die ältere Frau. Ach so, was habe ich in dem Video gemacht? In dem Video hatte ich nur gesagt, dass ich am Anfang, derzeit ist es gar nicht mal mehr so, weil ich halt zeitgleich mit den LKWs fahre, dass ich nur 80, 90 gefahren bin und mich dann eben auch mal ein LKW überholt hat. Und der hat dann gehupt und das hatte ich dann gesagt und dann ja, kamen einige Kommentare, die gemeint haben, boah, Christian, du behinderst doch den Verkehr und die LKW, die sind doch, Fahrer sind doch gestresst und die müssen doch produktiv ihr Soll erfüllen und du kannst doch nicht auf der Autobahn und fahrt auf die Landstraße und so weiter. So. Und ja, natürlich hätte ich schneller fahren können, aber für meine geistige Gesundheit fahre ich gerne ruhiger und auch gerne ökologischer. Und die Autobahn ist oft der kürzeste Weg im Gegensatz zur Landstraße. Und ich mache das für meine Gesundheit, ich mache das für die Ökologie, für den wenigen Verbrauch. Und das sind so meine Prioritäten. Genau wie die alte Frau an der Kasse, die auch den Verkehr aufgehalten hat, eben sich auch theoretisch was bestellen kann oder ja, andere vorlassen kann, also dass sie zur Seite geht, sagt, hier bezahlt ihr erstmal oder andere einkaufen lässt. So. Und auf der einen Seite herrscht ein großer Konsens darüber, dass die alte Frau das doch tun darf, auch wenn beim Einkaufen jemand in der Mittagspause sein kann, der schnell wieder zur Arbeit muss oder auch andere produktive Dinge erledigt, wie zum Beispiel Hausfrau. Und es sind sehr viele Hausfrauen, die einen Einkauf übernehmen und die auch wieder nach Hause müssen, weil sie auch ein gewisses Pensum zu bewältigen haben, was viele überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass die Hausfrau, auch wenn sie nicht bezahlt ist oder sonst was, trotzdem in einer gewissen Art und Weise auch produktiv sein muss. Und ja, und genauso wie man auf der Autobahn natürlich auch überholen kann. Und klar, ein LKW, da kann ich ganz so schnell überholen wie ein normales Auto, aber ich kann auch überholen. Aber das Prinzip ist exakt das Gleiche. Ich wähle meine Gesundheit und die Gesundheit des Planeten. Und
Ja, und LKWs und der Deutsche ist gestresst, weil er nicht mehr so produktiv, höher, weiter, besser. Ne? Boah, wie willst du denn dein Benzin bekommen, wenn die LKWs nicht mehr existieren, war da so eine Sache. Oder und dein Essen. Als ob, wenn man 10 km/h langsamer fährt, als ob da plötzlich alles zusammenbricht. Ne? Denn ja, steigen vielleicht die Preise. Ne? Oder die Löhne, was auch immer, irgendwelche marktwirtschaftlichen Anpassungen. Aber da geht die Welt nicht unter. Aber der Mensch, sobald auf der Autobahn langsam gefahren wird, also ich habe die Kommentare, ist auch eine gute Übung für mich, weil ich dachte, wow, das ist schon eklatant, wie bei einem Video, dieselbe Situation. Natürlich kann man das jetzt wieder beliebig auseinanderfrieseln. Wie gesagt, man kann sagen, ja, die LKW-Fahrer, die sind halt, müssen produktiv sein, so. Aber wie gesagt, das gibt es beim Einkaufen dahinter genauso. Will ich auch gar nicht die Diskussion führen und die führe ich auch nicht. Aber es ist schon bedeutsam, wie der Deutsche und sein Auto, ja, wie leicht er empört ist.